Glaubersalz. Glaubersalz ist ein Abführmittel aus natürlichen Salzquellen gewonnen. Chemisch gesehen ist Glaubersalz ein Natriumsulfat. Glaubersalz ist benannt nach seinem Entdecker, nämlich dem Apotheker Johann Rudolf Glauber. Glaubersalz kann verwendet werden zum Abführen, zum Beispiel vor Beginn des Fastens. Man kann mit einer Glaubersalzlösung am Abend vor dem Fasten oder am Morgen des ersten Fastentags kann man Glaubersalz nehmen und dadurch entsteht eine vollständige Entleerung des Darmes. So ist es gut, den ersten Fastentag mit einer Darmreinigung zu beginnen, zum Beispiel mit einem Einlauf oder auch mit Glaubersalz. Andere ziehen Bittersalz vor. Glaubersalz kann man typischerweise in einer Apotheke bekommen. Manche ziehen Glaubersalz vor, manche Bittersalz. Glaubersalz wirkt etwas schneller. Wenn man Glaubersalz zu sich nehmen will, dort nimmt man in ein Glas von 200 bis 250 Milliliter lauwarmem Wasser 2 bis 3 gehäufte Teelöffel von Glaubersalz. Man wartet, bis alle Kristalle aufgelöst sind. Eventuell kann man ein klein wenig Orangen- oder Zitronensaft dazu tun. Man wird das Glaubersalz dann trinken. Es schmeckt nicht so gut und so ist klug, gleich ein zweites Glas Wasser hinterher zu trinken. Manche Fastenärzte empfehlen sogar mehr Glaubersalz. Dort würde man 250 bis 750 Milliliter Wasser nehmen und 40 Gramm Glaubersalz auflösen. Dort würde man nicht die Flüssigkeit auf einmal trinken, sondern in kleinen Dosen über 20 Minuten. Wenn du Glaubersalz nimmst, musst du wissen, dass etwa nach 3 Stunden die Wirkung einsetzt, manchmal auch schneller. Man muss während der Wirkungszeit viel trinken, denn die Darmentleerung wirkt entwässernd, also dehydrierend. Manchmal kann man auch feststellen, dass Glaubersalz beim ersten Mal noch nicht so abführt. Dann hat man eventuell nicht genügend Glaubersalz zu sich genommen. Der Fastenautor Helmut Lützner empfiehlt 30 Gramm Glaubersalz auf 500 Milliliter für Normalgewichtige und 400 Gramm auf 250 Milliliter Wasser für Übergewichtige. Es ist auch klug, nach dem Trinken der Glaubersalzlösung sich körperlich zu betätigen, dann wird die Darmtätigkeit besser angeregt und die Wirkung kommt schneller. Die Wirkung kann aber plötzlich einsetzen und so sollte man, wenn man Glaubersalz zu sich genommen hat, sollte man in der Nähe einer Toilette bleiben. Die Glaubersalz ist nicht gut für Menschen mit zu niedrigem Blutdruck, Herzschwäche, empfindlichen Magen-Darm-Trakt oder bei eingeschränkten Nierenfunktionen. Man sollte nicht zu häufig Glaubersalz zu sich nehmen. Normalerweise sollte man Glaubersalz nur dann für die Fastenkur verwenden, wenn man 1 oder 2 Mal im Jahr eine Fastenkur macht. Wenn man regelmäßiger fasten will, dann sollte man nicht mit Glaubersalz abführen, sondern mit einem Einlauf oder auch abwechseln Glaubersalz, Rizinusöl, Sennenblätter oder auch Bittersalz. Glaubersalz ist also eine radikale Methode zur Darmentleerung und so gibt es manche Menschen, die sagen, dass Glaubersalz etwas zu radikal ist. So gibt es sanftere Methoden. Manche Menschen mögen zum Beispiel einfach viel Wasser trinken und viel Wasser, 1, 2, 3 Liter am Stück zu trinken oder kurz hintereinander, führt auch manchmal zu einer zügigen Entleerung des Darmes, weil es eben mehr Wasser ist, als man durch die Nieren abführen kann. Im Yoga kennt man darüber hinaus noch Shank Prakshalana. Das ist eine Methode der Darmentleerung mit Salzwasser. Man nennt normales Kochsalz oder auch Meersalz, gibt einen halben Esslöffel Salz auf 1 Liter lauwarmes Wasser.
Da trinkt man etwa 4 bis 5 Liter dieses Salzwassers und macht dazwischen bestimmte Bewegungen, die dann auch dazu führen, dass das Salzwasser aus dem Enddarm herauskommt und so der Darm sehr gründlich gereinigt wird. Es gibt also verschiedene Methoden der Darmreinigung als Einleitung für eine gute Fastenkur.